dass die Sea Empanadas geschlossen, so wie viele andere Imbisse und Restaurants in Washington. Und im Bidwell steht der Chef ausnahmsweise selbst in der Küche. John Mooney beschäftigt hier 19 Mitarbeiter. Die meisten stammen aus Lateinamerika. Ich habe ihnen gesagt, ich erwarte, dass ihr streikt. Ein paar wollten trotzdem kommen, die meisten aber streiken. Ich halte es für notwendig. Der Streik sollte zeigen, wie wichtig Einwanderer für die USA und ihre Wirtschaft sind. Allein in der Gastronomie machen sie Schätzungen zufolge fast 23% der Beschäftigten aus. Der Streik sollte auch ein klares Zeichen setzen gegen Präsident Trump und seine rigide Migrationspolitik. Ich bin hier, um gegen die neue Trump-Regierung zu protestieren und gegen alles, wofür sie steht. Wir sind mit ihm und seinen Plänen nicht einverstanden und wollen zeigen, dass wir füreinander einstehen und einander beschützen wollen. Allein in der vergangenen Woche sind 700 Einwanderer festgenommen und deportiert worden. Das sollte nicht unsere Priorität sein. Es gehe vor allem darum, illegale und kriminelle Migranten auszuweisen, sagt die Regierung. Doch Aktivisten und Anwälte kritisieren, die Razzien gingen zu weit. Auch geduldete Einwanderer würden in Angst und Schrecken versetzt. Es macht mir Angst. Ich habe Verwandte, die keine Papiere haben. Jedes Mal bleibt mein Herz stehen, wenn sie mich anrufen, weil ich nicht weiß, was mit ihnen passiert. Auch darum ging es heute, die Angst zu überwinden und sich Gehör zu verschaffen. Weitere Demonstrationen und Aktionstage sollen folgen.